Niku, der kleinste Vampir in Fangzahnlos. Geschrieben von Elias Seppel. Gelesen von Ilja Rosendahl. Illustrationen von Raimarie Kabalu. Kapitel 1. Rumänien. In Osteuropa liegt ein Land namens Rumänien und dort gibt es eine Region namens Transsilvanien. Im Süden und Osten von Transsilvanien befindet sich ein Gebirge, die Karpaten. Und im tiefsten, dunkelsten Tal der Karpaten, umgeben von toten Bäumen ohne jegliche Blätter, stand ein Haus. Es war kein gewöhnliches Haus, kein Haus wie das deine oder meine. Es war ein dunkles, schiefes und grimmig aussehendes Haus, außen und innen voller Schmutz, Staub und Spinnweben. Dieses Haus hatte auch keine Türen, denn die Bewohner brauchten keine Türen. Das Einzige, was sie brauchten, waren Fenster zum Hinaus- und Hereinfliegen. Nun, wenn du dieses Buch, ohne auf den Titel zu achten, eben aufgegriffen oder heruntergeladen hast und wenn du direkt an diese Stelle gelangt bist, nimmst du vielleicht an, dass dieses Haus von Vögeln oder von Menschen, die versuchen, ein bisschen anders zu sein, bewohnt wurde. Das wäre falsch. Denn in diesem Haus wohnte eine Familie von Vampiren und jede Nacht verwandelten sich diese Vampire in Fledermäuse. Auf der Suche nach Menschen flogen sie aus den Fenstern, um deren Blut zu trinken und ihren Hunger zu stillen.